Am Ende dieser Folge muss ich euch noch was sehr Wichtiges sagen. Deswegen dranbleiben. Und heute reden wir mal über die Schule. Ich werde euch so sagen, was ich an der Schule richtig, richtig hasse und was für kranke Eigenschaften ein paar meiner Lehrer hatten. Und ich würde sagen, fangen wir an. Was ich an der Schule richtig, richtig gehasst habe, ist der geringe Rassismus. Mit Worten ist es sehr, sehr, sehr schwer zu erklären, also zeige ich euch es mal. Wer hat die Hausaufgabe vergessen? Fünf Personen. Reinhard, Matthias, Bernhard, Manuel, Hans und Oss. Sag mal, dass das tausendste, nein, zigtausendste Mal war, das zu einer Verteidigung zu sagen. Aber Herr Professor, das ist das erste Mal, dass ich meine Hausfrau vergessen habe. Wirklich, ich habe sie sonst alle gemacht. Frech bist du auch noch? Raus! Racist! Oder bestimmt kennt ihr es, wenn ein Lehrer euch viel zu nahe kommt und euch unangenehm wird. Oder wenn ein Lehrer cool sein will und den Schüler versucht zu mobben oder Witze um ihn zu reißen. Herr Professor, ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Ich wette, du hast auch dein Gehirn vergessen. Und jetzt kommen die komischen Eigenschaften. Immer, wenn unser Biologielehrer ausgerastet ist, hat er uns angeschrien. Nur, dabei hat er die ganze Zeit den Boden angestarrt und es sah so aus, als würde er den Boden anschreien. Könnt ihr jetzt ehrlich aufpassen? Ihr seid ja schon schlecht genug! Jetzt kommt was über unseren Mathelehrer. Wenn er jemanden anschrie, schrie er seinen Namen zuerst ganz laut und dann kam er zu ihm und hat angefangen zu flüstern. Aus! Könntest du bitte leise sein? Wir wollen den Unterricht. Sonst wirst du bestraft. Jetzt, Leute, kommt der wichtige Teil. Ich finde meinen Kanalnamen, der Zauberer von Oz, ganz schön überflüssig und deswegen habe ich entschieden, ihn auf Oz TV zu benennen, weil es einfach eigenartig klingt. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Das war's mit der Folge von Oz TV, könnte man sagen. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn das Video scheiße war, gebt einen Daumen nach oben. Das war's von Oz. Ciao.